Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Skyblock und ja, heute mal ein ganz kurzes Video und zwar will ich euch mit euch mal so alles durchgehen und ja, das wird auch die letzte Folge sein. Wir kommen jetzt heute zum Ende zu und ja, jetzt will ich einfach mit euch mal so ein bisschen rumgehen, was ich jetzt so offline gemacht habe. Als erstes haben wir hier von den Hexen Kartoffeln bekommen. Hier sind sie, die Kartoffeln. Und einmal haben wir auch von irgendein Mob, was wir von dem Mob-Spawner bekommen, auch ja, Karotten. Karotten haben wir ebenfalls bekommen. Und das ist erstmal passiert, was hier schon was Neues dazu gekommen ist. Und ja, die tun wir noch mal hier schnell rein. Und was habe ich denn alles so verändert? Erstmal hier habe das alles ein bisschen geschützter gemacht und sieht auch ganz gut aus. Extra so ein kleiner Raum für den Portal. Ja, als nächstes ja, gehen wir mal zum Haus rüber, ist vielleicht ganz gut. Habe ich hier die ganzen Questgegenstände gemacht. Ich habe es jetzt offline gemacht. Ich wollte nicht in Schnelllauf, wollte ich nicht mit euch durchgehen. Das wäre dann, ich finde es ein bisschen blöd, dass man dann sich da nicht unterhalten kann oder sowas. Auf jeden Fall habe ich das auch gemacht. Wir haben soweit alles erledigt, außer ja, ein paar Punkte haben wir nicht gemacht. Und zwar rosa Wolle habe ich nicht hinbekommen. Ging nicht. Und noch irgendwas war, was nicht ging, das weiß ich jetzt leider nicht. Das könnt ihr auch gerne mal in die Beschreibung gucken. Und ja, hier haben wir ein bisschen Licht gemacht, dass das alles ein bisschen wohnlicher aussieht. Und die Wände mal ein bisschen so gezogen. Dann habe ich hier oben auch, ja, hier hätten wir vielleicht noch Treppe machen können. Ja gut, aber das ist nicht so wichtig. Hier haben wir so einen kleinen Ausblick. Fand ich auch ganz schön. Ja, was ist noch so passiert? Eigentlich nicht viel. Das, dass wir hier das haben, dass jetzt alles läuft. Ach ja, hier vorne habe ich auch, auch hier ein bisschen Wasser beleuchtet. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes, ja, Projekt, muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe viel dazugelernt, was über Minecraft hier geht und ja, das werde ich in Zukunft mitnehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, mal schauen, was als nächstes ansteht und ja, das erstmal dazu. Es funktioniert hier alles und ja, das erstmal da viel dazu. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr auch immer zugeguckt habt und Kommentare geschrieben habt. Das hat mich auch sehr gefreut. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Projekt und fangen mit vielen neuen Projekten an und ja. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt. Macht's gut. Unterstützt mich weiterhin so gut, wie ihr könnt. Und ja. Ciao, ciao dann.